Ja, gut. Herzlich willkommen. Ich möchte heute in der ersten Runde, in der eine ganze Reihe stattfinden wird, die sich rund um Open Source Tools rankt, die man auf dem eigenen Server installieren kann. Heute in der allerersten Episode mit euch die Grundbegriffe durchgehen, also die wir auch ständig benutzen werden, wenn wir über diese Werkzeuge reden und die wir dann eben auch installieren werden. Und damit es nicht in so ein Fachchinesisch ausartet, habe ich mir überlegt, mache ich ganz am Anfang eine Episode, in der ich im Prinzip mal so ein bisschen die Grundbegriffe erkläre. Grundbegriffe, die ich, also beziehungsweise bevor ich anfangen will, diese Grundbegriffe zu erklären, vielleicht eine wichtige Sache vorneweg. Eine Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, warum sollte ich überhaupt Werkzeuge für meine tägliche Bildungspraxis auf meinem eigenen Server installieren, wenn es doch da draußen auch schon andere gibt, die das gemacht, die mir das bereitstellen können, dass ich einfach irgendwie mitnutzen kann. Und darauf habe ich mir drei mögliche Antworten überlegt. Die erste ist, das ist dann euers. Das macht schon was mit einem, wenn man sein eigenes Moodle hat, wenn man sein eigenes Blog hat und wenn man nicht das Blog von irgendwelchen anderen Menschen benutzt beziehungsweise von irgendeiner Plattform benutzen muss. Das Problem ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, dass man immer dann, wenn man das woanders macht, nicht so richtig weiß, was machen die dann eigentlich mit meinen Daten? Und in dem Augenblick, wo ich vielleicht eine Plattform aufsetzen will, auf der ich wiederum für andere eine Umgebung bereitstelle, ist es umso wichtiger, dass ich glaubwürdig garantieren kann, auch überhaupt kein Interesse an deren Daten zu haben. Das Problem, was wir gerade so im Internet sehen, ist ja, dass es da gewisse Begehrlichkeiten gibt, wenn man das dann dort oder dort hostet und oder also die Webseite dort installiert hat. Und dann hat man gleichzeitig immer so ein wenig das Problem, dass man nicht so richtig weiß, was damit passiert. Also, wir wollen das auf unserem eigenen Server installieren. Ich schreibe eigene immer so in Anführungsstrich. Ich werde gleich nochmal erklären, warum das überhaupt so umstritten ist, dass man das eigen nennt, weil ich kaufe das ja natürlich nicht, aber dazu später. Also Datenschutz ist ein großes Ding und wenn ihr das auf eurem Server habt, dann habt ihr meistens deutlich mehr Möglichkeiten. In der nächsten Folge werde ich mit euch zusammen ein WordPress installieren, also eine Blog-Software, mit der ihr so eine Art digitales Tagebuch schreiben könnt. Und dort habt ihr, wenn ihr das auf der Plattform macht, zum Beispiel das Problem, dass ihr dort nur eine Handvoll Erweiterungen installieren könnt, aber längst nicht diesen Funktionsumfang nutzen könnt, den ihr bereitgestellt bekommt, wenn ihr euer eigenes Blog installiert. Und weil das mit der Installation ein bisschen anders läuft, als wir das eigentlich von unserem Computer gewöhnt sind, lohnt sich so ein wenig der Blick darauf, wie das denn alles funktioniert und damit auch so ein wenig das Entzaubern von Fremdwörtern, die wir in dem Zusammenhang gerne und viel benutzen, wenn wir so über technisch-digitales Reden. Ich muss jetzt kurz mal meinen Bildschirm teilen. So. Ich habe mir überlegt, dass ich mit euch zusammen ein bisschen was zeichnen will. Das kann eventuell helfen, so ein wenig zu verstehen, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Also, ihr habt bei euch zu Hause das ist euer Zuhause, einen Computer stehen. Wenn der eine Internetseite aufruft,
Dann geht normalerweise hier alles Mögliche durch das Internet. In der Regel gibt es noch irgendwo so ein paar Verbindungsstellen und von dort aus geht es in unterschiedliche Richtungen weiter. Von diesen Verbindungsstellen gibt es meistens ganz viele und irgendwann schlägt das Ganze meistens in einer Art Rechenzentrum auf. Wenn wir von einem sogenannten Hoster sprechen, dann meinen wir im Prinzip nichts anderes als ein Rechenzentrum. Ein Rechenzentrum, das zeichnet sich vor allen Dingen heute dadurch aus, dass es relativ fett ans Internet angebunden ist. Und im Gegensatz zu der kleinen Leitung, die ihr bei euch zu Hause habt, kann so ein Rechenzentrum relativ viele Internetanfragen gleichzeitig beantworten. Und in einem solchen Rechenzentrum, das heißt deswegen Rechenzentrum, weil da Rechner drin stehen. Und diese Rechner, die heißen Server. Diese Server wiederum, die sind, wie ihr das hier seht, in sogenannte Racks eingeteilt. Und die stehen sozusagen in sehr, sehr großen Schränken drin. Und sind da sozusagen alle untereinander angebracht. Und auf so einem Rack, auf so einem Server, da bekommt man in der Regel ein wenig Platz bereitgestellt. Und dieser Platz wiederum, den könnt ihr nutzen, um dort für viele, viele andere Menschen, die auf dieses Rechenzentrum zugreifen, eure Internetseite oder auch eure Plattform, eure Bildungsplattform bereitzustellen. Letztendlich ist das, was auf diesem Server passiert, so ganz vereinfacht gesprochen, gar nicht so viel verschieden zu dem, was auf eurem Computer zu Hause passiert. Der große Unterschied ist, dass das hier sozusagen, also hier dieser Server, praktisch mit einer Software ausgestattet ist, die heißt Apache. Und Apache ist der Softwarename für einen Webserver. Und dieser Webserver ist praktisch in der Lage, die bei ihm liegenden Inhalte auf Anfrage zum Beispiel von einem Browser bei euch zu Hause auszuliefern. Und als ich die ganze Zeit eben bei eigene Server in Anführungsstrichen setzte, dann meinte ich, dass die allermeisten von euch, die bei einem solchen Hoster zum Beispiel ihre eigene Webseite hosten wollen, das zwar auf einem Server tun, aber der gehört euch nicht alleine, sondern dann sind meistens irgendwie so 100 bis 200 andere Menschen auch noch mit ihren Webseiten drauf. So ein Server ist in der Regel in der Lage, sehr, sehr viele Benutzer voneinander zu unterscheiden. Ihr seid einer dieser Benutzer und ihr bekommt in der Regel von eurem Hoster Benutzerdaten, so wie ihr die zum Beispiel von jeder anderen Plattform, die ihr kennt, auch bekommt. Benutzername und Passwort. Und damit könnt ihr euch in die Oberfläche dieses Webservers einloggen und ihr bekommt in der Regel dort bestimmte Dienstleistungen bei euch im Browser, kann man die dann sehen, bereitgestellt. Auch euren Hoster erreicht ihr in der Regel über euren Browser. Solche Hoster können zum Beispiel sein Hetzner oder 1 und 1 gibt es, glaube ich, und Strato gibt es. Den Hoster, den wir vor allen Dingen zur Installation von unterschiedlichen Programmen nutzen wollen, heißt Uberspace oder Überspace. Und der hat, wie ich finde, eine besonders zugängliche Art und Weise, mit Nutzenden umzugehen. Es ist aber zwangsläufig nicht unbedingt der niederschwelligste und einfachst zu bedienende Hoster. Aber Überspace hat einen sehr, sehr sympathischen Support. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Und für unsere Zwecke, nämlich mal eben schnell was installieren und das wieder löschen und nächste Woche was anderes installieren, dafür ist Überspace, wie ich finde, auch sehr, sehr gut nutzbar. Außerdem möchte ich gar kein Geheimnis daraus machen, dass ich dort einen Großteil meiner Internetseiten auch hosten lasse. So, also ich habe jetzt erst einmal erklärt, was ein Hoster ist im Vergleich zu eurem Browser und dem, was da zu Hause passiert. Und jetzt muss ich mal eben kurz springen und mal eine Webseite öffnen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich auch. So, ich hoffe, ihr könnt es wieder sehen. Ist diesmal sind wir im Browser. Ihr erinnert euch dort. Habt ihr es in der Regel mit einer grafischen Oberfläche zu tun? Über Login kann man sich jetzt hier bei Uberspace einloggen. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die man wissen muss, wenn man selbst eine eigene Webseite installieren will. Ich logge mich jetzt hier mal eben schnell ein. In dem Fall mit einem bestehenden Account. Und wir gucken uns einmal das Datenblatt an, weil man daran ganz gut ein paar wichtige Fachbegriffe erklären kann. Also, hier oben ist der Benutzername und das Passwort, was ich mir irgendwann selbst gesetzt habe. Und das Passwort ist gleichzeitig euer sogenannter SSH-Zugang und euer SFTP-Zugang. Das muss ich jetzt mal erklären, was das ist. Also SSH ist im Prinzip eine sichere Verbindung, die sich im Prinzip, ich kann das hier am besten zeigen, in so einer Art Terminal abspielt. Also hier in so einer nicht grafischen, textbasierten Oberfläche. Wir werden ganz, ganz am Anfang nicht damit arbeiten, aber zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall auch über SSH anfangen, Programme auf diesem Server zu installieren. Zu Beginn also werdet ihr vor allen Dingen mit zwei Werkzeugen zu tun haben. Das eine heißt FileZilla. Damit kann man im Prinzip eine Verbindung zwischen eurem Zuhause und dem Server herstellen, und zwar dem Teil des Servers, auf dem die Daten liegen. Und diese Daten, ich kann das gerade eben mal zeigen, wie das aussieht, wenn man das öffnet. Ich verbinde mich einfach mal mit meinem Server. Da ist er. Mit einem meiner Server. Und ihr seht jetzt hier zwei Seiten. Das ist vielleicht so ein bisschen, erinnert sich jemand an die 90er, 2000er. Da gab es mal, ich glaube, das hieß Norton Commander. Das war auch so eine, so ein etwas komplexerer Dateibrowser, mit dem man theoretisch auch unterschiedliche Verzeichnisse öffnen konnte. Verzeichnis ist übrigens die korrekte Bezeichnung für das, was Windows ganz gerne einen Ordner nennt. So, also hier sehen wir jetzt meine lokale Ordnerstruktur. Das befindet sich hier auf der linken Seite, und hier auf der rechten Seite, da befindet sich jetzt der entfernte Server. Da steht auch Server dran und hier oben steht lokal dran. Und hier sieht man auch, in welchem Verzeichnis ich mich befinde. Und hier sieht man, wo ich mich auf dem Verzeichnis auf dem Server befinde. Das auf dem Server, das sieht witzigerweise nämlich genauso aus wie das, was ich letztendlich auch von zu Hause, von meinem Windows oder von meinem macOS oder was auch immer kenne. Also auf jeden Fall von meinem lokalen Betriebssystem. Das kennt nämlich auch diese Ordner. Und mit diesem FTP-Programm, also File Transfer Protokoll, kann ich im Prinzip keine Webseiten anzeigen, sondern ich kann mir Ordnerstrukturen auf dem entfernten Server anzeigen lassen. Das Programm bekommt ihr unter FileZilla.com
www.valzilla-project.org. Man kann sich Valzilla auch von vielen anderen Orten runterladen, das würde ich aber nicht empfehlen. Dann hat man meistens irgendwie so ein Bundle und dann hat man da irgendwie noch anderen Kram mit drin, den man vielleicht gar nicht will. Aber unter Valzilla, ist ein Open-Source-Programm, bekommt man auf jeden Fall auch nicht dieses Bundle, sondern wirklich nur das Programm Valzilla selbst, mit dem ihr euch dann verbinden könnt. Was man braucht, das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen, ist aber in der Regel sowas wie eine Serveradresse und man braucht einen Benutzername und ein Passwort. Diesen Benutzernamen und den Passwort und das Passwort, das bekommt man in der Regel hierher. Das hat man sich irgendwann mal gegeben. Man irgendwann mal ein Passwort ausgefüllt, das kann man hier unter Zugänge machen und man hat irgendwie diesen Hostnamen, der wird einem zugeordnet. Der steht dann praktisch hier bei euch unter den in diesem Datenblatt, wie das heißt. Und im Prinzip kopiert man sich dann nur diese Daten hier in das Programm rein und dann drückt man hier unten auf Verbinden. Und dann wird automatisch diese Verbindung hergestellt. Jetzt kann ich auch in die unterschiedlichen Ordner rein und ich kann da wieder raus. Und ich könnte mir theoretisch jetzt hier auch Dateien anzeigen lassen. Das gucken wir uns aber sowieso in der nächsten Episode nochmal genauer an. Das ist ein Teil der Wahrheit. Ihr braucht ein Programm, mit dem ihr auf eurem Server, auf dem ihr eure Daten hinterlassen wollt, dass ihr darauf zugreifen könnt und euch diese Daten angucken könnt, dass ihr überhaupt diese Daten erstmal da hochladen könnt. Und das Zweite, was ihr braucht, ist eine Datenbank. Das steht hier in diesem Datenblatt von Uberspace auch mit drin. Und zwar hier unten, MySQL. MySQL ist im Prinzip ein bestimmter Datenbankstandard. Und ihr bekommt dafür ein eigenes Passwort. Dieses Passwort für die MySQL-Datenbank ist zumindest, was Uberspace angeht, an einem besonderen Ort, nämlich in Uberspace gespeichert. Das Verzeichnis dafür könnt ihr hier über weitere Datenbanken erfahren. Hier steht es, die Datenbank wurde von uns vorgegeben, du findest sie in deiner MyConfig und wo man die MyConfig findet, das ist, wenn man da drauf drückt, auch erklärt. Das kann man einmal irgendwie über diese nicht grafische Benutzeroberfläche machen und sein Passwort neu setzen für diese Datenbank oder eben auch herausfinden. Der andere Weg ist, dass das hier von den Uberspace-Leuten in einem Verzeichnis hinterlegt wird. Das müsste hier in dieser Anleitung auch irgendwo stehen. Uberspace selbst arbeitet relativ viel mit diesem Manual. Im Prinzip ist hier an einem Ort auch alles zusammengefasst, was man braucht. Den zweiten Teil der Wahrheit, das sagte ich gerade eben, ist diese MySQL-Datenbank. Eine Datenbank. Datenbank haben wir alle wahrscheinlich schon einmal gehört. Aber wie genau sieht eigentlich eine Datenbank aus? Ich habe jetzt mal hier die Datenbank von meinem Überspace geöffnet und ihr seht jetzt hier zum Beispiel unterschiedliche, also ihr seht jetzt zum einen hier eine Datenbank. Oh. So kann es kommen. Ich hoffe, ich kriege das nochmal an den Start. Ja, also das ist eine Datenbank. Eine Datenbank besteht in der Regel aus ganz vielen Tabellen. Und diese blauen Bezeichnungen, das sind alles Bezeichnungen für Tabellen. Das muss man im Prinzip auch gar nicht so genau wissen. Entscheidend ist nur, dass man mal so eine Datenbank gesehen hat und eine Vorstellung davon hat, wie so eine Datenbank eigentlich organisiert ist. In diesem Fall hat zum Beispiel WordPress eine Datenbanktabelle, die heißt Posts.
Wenn ich die mal öffne, dann kann man hier zum Beispiel alle meine Einträge aus meinem Blog sehen. Angefangen mit dem ersten Eintrag und irgendwann auf Seite 25 kommt dann der letzte Eintrag. Und so eine Tabelle besteht, wie ihr das vielleicht aus Excel kennt, aus unterschiedlichen Spalten. Und in jede dieser Spalten werden Dinge eingetragen und die Eigenschaft von Tabellen ist jetzt, dass die jetzt miteinander, oder die Eigenschaft von einer Datenbank ist so rum, dass diese Tabellen alle miteinander verbunden sind. Und die Daten, also die Dateien, diese hier auf der einen Seite und die Datenbank hier diese auf der anderen Seite, das sind im Prinzip immer die beiden Komponenten, aus denen in der Regel moderne, wie soll ich sagen, Internetanwendungen aufgebaut sind. Also nicht immer, aber zumindest die ich jetzt vorstelle, arbeiten meistens damit. Wir müssen jetzt hier aus meiner Sicht nicht auf jede Ausnahme eingehen. Entscheidend ist zu wissen, dass in einer Datenbank immer die Inhalte gespeichert werden. Also wenn ihr einen Blogbeitrag schreibt, dann wird der Inhalt dieses Blogbeitrags in der Datenbank gespeichert. Wie das verarbeitet wird, das steht in den Dateien drin, die ihr euch vorher hochgeladen habt. Da seht ihr zum Beispiel hier so unterschiedliche WP-Atom oder so. Das sind alles Dateien, die das Programm WordPress in diesem Fall bereitstellt. Und wir werden ja auch noch viele andere kennenlernen. Aber hier in diesen Dateien steht im Prinzip nur drin, wie mit den Inhalten aus der Datenbank verfahren werden soll. Und insofern, wenn ihr euch fragt, wie kann ich denn sicherstellen, dass mein Blog, sagen wir mal, gebackupt wird, dass das sozusagen, also ein Backup nennt man eine Sicherungsdatei, in der im Prinzip alles gespeichert ist, was ihr im Internet hinterlassen habt. Und ein solches Backup, da ist in allererster Linie total wichtig, dass ihr eure Datenbank wegspeichert. Wenn ihr das zwischendurch mal tut, können zumindest die Inhalte, die ihr im Laufe der letzten Jahre geschrieben habt, nicht mehr verloren gehen. Und die Dateien, das hier, das liegt im Prinzip auf jedem Server rum. Aber das, was in dieser Datenbank steht, das ist im Prinzip einzigartig und macht letztendlich die Inhalte eures Blogs aus. Und diese beiden Dinge, also Datenbank und Dateien, die spielen halt jetzt, wie wir noch sehen werden, in unterschiedlichen Kontexten zusammen. Und wenn man das bis hierhin schon mal verstanden hat, dann fallen einem auch diese Begriffe nicht mehr so schwer. Also wenn ich jetzt zukünftig von FTP rede, dann wisst ihr es, ich meine damit eigentlich auf dem Server den Ort, an dem die Dateien gespeichert werden. Und wenn ich von der Datenbank spreche, dann wisst ihr, ich meine diesen Ort auf dem Server, wo die Inhalte gespeichert werden. Und letztendlich ist das alles für, wie wir noch sehen werden, das Installieren jetzt zum Beispiel von einem eigenen Blog, also oder von einem eigenen Moodle oder von einem eigenen, was weiß ich auch immer, gar nicht so wichtig, dass man jetzt genau weiß, wie dieses FTP funktioniert oder wie die Datenbank funktioniert. Es ist nur wichtig zu wissen, wenn ich nach etwas suche, wo ich, in welche Richtung ich gucken muss. Also entweder in meine Datenbank oder in meine Dateien rein. Denn eins ist klar, mit dem eigenen Server geht jetzt natürlich auch eine große Verantwortung einher. Ich finde, das ist durchaus einkalkulierbar, wie groß diese Verantwortung da ist. Aber ihr seid jetzt natürlich ein sehr machender Teil des Internets geworden dadurch und nicht mehr in dieser Haltung von andere tun Dinge für mich und ich bin hier nur Zuschauer. Das hat Vorteile, aber das bringt eben auch die Verantwortung an der Stelle mit sich. Und soweit aus meiner Sicht für diesen ersten Teil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann
beim zweiten Teil wieder einschaltet. Da wollen wir uns mit der Installation von WordPress befassen. Musik.